Guten Morgen, meine Kinder. Ich grüße euch alle da, wo ihr zu Hause seid. Und es ist so eine Freude, dass wir heute wieder zusammen sein können. Kommt, wir beten, vor dem wir anfangen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns bewahrt hast bis hier. Wir bitten dich, dass du mit uns sein würdest, selbst in dieser Zeit. Amen. Heute, Kinder, ihr könnt sehen, wir nehmen unsere Koffer mit und wir werden heute auf den Zug gehen und mit dem Zug eine Reise machen. Wir werden diese Reise machen, aber einige von uns müssen an bestimmten Haltestellen und Bahnhöfen aussteigen. Weil, wisst ihr, dieser Zug ist auf dem Weg zum Himmel. Ich denke mir, dass ihr alle eure Koffer gepackt habt, dass ihr bereit seid, auf den Zug zu steigen. Und dann geht der Zug los. Ihr könnt ihn richtig hören, wie er am Bahnhof losfährt und es die Pfeife geht und der Zug wird immer, immer schneller. Und dann ist da ein Bahnhof, der erste Bahnhof auf unserer Reise. Alle Kinder, die ihr auf diesem Zug seid, alle, die ihr gestohlen habt, ihr müsst jetzt aussteigen. Das ist der Bahnhof, wo alle aussteigen müssen, die Zucker gestohlen haben oder ein Gummi, Radiergummi oder ein Stift. Vielleicht hast du auch einen Keks gestohlen. Egal, was du gestohlen hast, jetzt bei dieser Station, bei diesem Bahnhof, müssen alle solche leider aussteigen. Jetzt sind alle die, die so waren und gestohlen haben, die sind jetzt raus. Jetzt fahren wir weiter mit unserem Zug und die Pfeife schrillt. Der Zug wird schneller und dann geht's los. Und hier gibt es den zweiten Bahnhof, Kinder. Hier ist ein Bahnhof und es wird laut angesagt, alle auf dem Zug, alle, die ärgerlich werden, die mit den Eltern ärgerlich werden oder mit dem Lehrer oder die in ihrem Herzen Unruhe haben und ja, unfreundlich werden, wenn sogar dein Freund dich schickt und du wirst ganz eingeschnappt. An diesem Bahnhof musst du leider aussteigen. Und jetzt geht die Reise dann weiter, nachdem all solche ausgestiegen sind. Sie müssen hier alle aussteigen, auch wenn sie sich schämen, sie müssen hier aussteigen. Jetzt gehen wir weiter auf der Reise. Und jetzt, Kinder, geht es schon weit auf dieser Reise und da ist noch ein Bahnhof. Der Zug hält wieder an, die Pfeife schrillt und dann wird angesagt. Alle, die auf dem Zug sind und Lügen erzählen, müssen hier aussteigen. Ob du eine Lüge erzählt hast und gesagt hast, es war nur ein Witz, ich habe nur einen Witz gemacht, oder ob du wirklich eine Lüge erzählt hast, um etwas zu verstecken, was du getan hast, egal welche Lüge, du musst leider jetzt aussteigen. Und dann sind da wirklich solche, die aussteigen. Und der Zug geht wieder los. Die Türen schließen, der Zug wird schneller, die Pfeife schrillt und die Reise geht weiter. Und natürlich, alle, die jetzt noch auf dem Zug sind, wollen sicher, ganz sicher zum Himmel. Wir werden jetzt sehen, ob da noch ein Bahnhof ist und ob da noch welche aussteigen müssen. Vielleicht alle, ich weiß es nicht. Und dann gibt es dann noch eine Station, eine vierte Station, tatsächlich noch ein Bahnhof.
Und an dem Bahnhof müssen alle aussteigen, die dickköpfig sind. Ja, all die müssen jetzt aussteigen. Die Türen gehen auf, die können aussteigen auf dem Bahnsteig, auf dem Bahnhof. Und alle Kinder, die jetzt noch im Zug sind, sind wir bereit, zum Himmel zu gehen? Wunderbar, Kinder, jetzt gehen wir weiter. Und jetzt geht die Reise weiter und da kommen wir an beim Himmel, bei den Toren vom Himmel. Könnt ihr es glauben, Kinder? Wisst ihr was, Kinder? Da haben sie mich gerade gerufen und mir was gesagt und gesagt, der Zug muss leider umdrehen und wieder zurückfahren. Sie sagen, einige Kinder in diesem Zug haben Lügen erzählt. Sie sind nicht an dem richtigen Bahnhof ausgestiegen. Sie dachten, sie haben nichts Verkehrtes getan. Und so muss der Zug zurück. Jetzt sagen sie mir, dass wir diese Kinder zurücknehmen müssen. Und wir müssen all diese Kinder an den verschiedenen Bahnhöfen rufen und zusammensuchen. Und all die Kinder, die auf den Stationen rausgegangen sind, die dürfen zum Himmel. Ich bin so froh für sie. Für heute, Kinder, möchte ich die Geschichte an dieser Stelle enden. Und dann möchte ich einen Vers lesen. In Jesaja 28, sorry, Sprüche 28. Der Vers sagt, wer seine Sünde versteckt, wer seine Schuld verheimlicht, Vers 13, dem wird es nicht gelingen, wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. So alle Kinder, die wahr und ehrlich waren und ausgestiegen sind, die dürfen zum Himmel. Aber all die, die dachten, sie haben nichts Falsches getan, die mussten leider zurückgebracht werden. Erkennt ihr, Kinder, warum das so ist? Alle Kinder, die ausgestiegen sind, wenn der Zug stoppte und die Pfeife schrillte und die Türen aufgingen und gesagt wurde, alle die Lügen müssen rausgehen, alle, die rausgegangen sind, waren ehrlich. Sie waren ehrlich und deswegen dürfen sie in den Himmel. Und ich kann mir vorstellen, Kinder, dass jedes einzelne von euch in den Himmel möchte. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, Kinder. Wenn ihr wisst, dass da etwas ist, was ihr getan habt, was verkehrt war, dann habt keine Angst. Habt nicht Angst, was werden sie sagen, was werden sie von mir denken. Nein, bringt es in Ordnung, seid ehrlich und sagt, ich bin so jemand, ich habe diese Sünde begangen. Und dann werdet ihr Gottes Gnade empfangen. Und das möchte ich mit euch heute teilen, Kinder. Versteckt nicht eure Sünde, bringt sie dem Herrn Jesus, bekennt sie, dass er euch Gnade zeigen kann. So wie die Kinder, die an der richtigen Station, obwohl sie sich geschämt haben, ausgestiegen sind, weil sie wussten, sie sind schuldig. Und Kinder, wenn ihr diese Sünde bekannt habt, dann lasst sie dort auf dem Bahnhof und bleibt auf dem Zug zum Himmel und geht nie wieder zurück zu der Sünde. Kommt, wir beten. Herr Jesus, wir danken dir. Danke, dass du uns wieder daran erinnerst, dass wir unsere Sünde nicht verstecken sollen. Wenn wir sie verstecken, Herr, dann werden wir nicht zum Himmel kommen können. Aber Herr Jesus, hilf du einem jeden Kind, dass sie ihre Sünden bekennen
und auch zum Himmel kommen können. Wir bitten dich, Herr, dass du alle Kinder segnen würdest. Den Rest von diesem Tag nimm du in deine Hände. Wir bitten das in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Musik.